Zu Beginn des 6. Jahrhunderts nach Christus kam ein geheimnisvolles kriegerisches Volk aus dem Osten nach Europa und eroberte den größten Teil davon. Die Awaren schufen ein mächtiges Reich, das mehr als 200 Jahre bestand. Historiker diskutieren seit vielen Jahren über die ursprüngliche Heimat und den Ursprung dieser Nation. Widersprüchliche Informationen über sie wurden damit erklärt, dass sie selbst keine Aufzeichnungen hinterlassen hätten. Alles, was über sie bekannt war, wurde von ihren schlimmsten Feinden geschrieben, den Byzantinern. Woher kamen also die beeindruckenden Menschen, die Europa eroberten, und wo verschwanden sie so vollständig? Awaren tauchten plötzlich in Europa auf. Niemand wusste, woher sie kamen oder wer diese wilden, furchtlosen Krieger waren. Die meisten spärlichen Informationen über sie stammen aus historischen Quellen von Byzanz. Wie weit sie ihrem schlimmsten Feind vertrauen können, ist höchstwahrscheinlich eine rhetorische Frage. Es gibt Hinweise darauf, dass sie aus der mongolischen Steppe stammen, aus dem Roranreich, das damals von den Türken zerstört wurde. Die Türken wiederum behaupteten, dass die Awaren von ihnen abstammen. Sollten wir ihnen an ihren leidenschaftlichen Wunsch glauben, ein so prestigeträchtiges Erbe in Frage zu stellen? Seit Jahren fragen sich Historiker, ob es sich um eine gut organisierte Migrationsgruppe oder um eine gemischte Flüchtlingsbande handelte. Archäologische Forschungen haben viele Parallelen zwischen den Produkten der Bewohner des Karpatenbeckens und den eurasischen Nomaden aufgedeckt. Experten untersuchten Waffen, Keramik, Kleidung und Pferdegeschirr. Beispielsweise wurde der goldene Brustkorb in Form eines Halbmonds von diesen Menschen als Symbol der Macht verwendet. Es waren auch die Awaren, die den Steigbügel nach Europa brachten. Den genauen Ursprungsort in den weiten eurasischen Steppen konnten Wissenschaftler noch immer nicht ermitteln. An dieser Studie war ein interdisziplinäres Team beteiligt, dem Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig sowie der Elte-Universität und des Instituts für Archäogenomik in Budapest angehörten. Eine Gruppe von Wissenschaftlern analysierte mehr als 6 Dutzend Individuen aus Bestattungen, die im Karpatenbecken entdeckt wurden. Experten schlossen in die Studie etwa 1 Dutzend der reichsten Awar-Gräber ein, die jemals entdeckt wurden. Sie waren mit einer großen Anzahl goldener Gegenstände aus der Awaren-Zeit gefüllt. Der Leiter des Forschungsteams, Johannes Krause, sagt, dass man sich voll und ganz der Arbeit widmet. Wissenschaftler haben versucht, eine Frage zu lösen, die seit fast 1500 Jahren ein Rätsel ist. Woher kamen die geheimnisvollen Krieger, die ein mächtiges Reich gründeten, das das damals allmächtige Byzanz beinahe vernichtete? Sie unterwarfen die Gebiete des heutigen Österreich, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien und der Slowakei und beherrschten sie mehr als 2 Jahrhunderte lang. Die Awaren taten das Unmögliche, sie wagten es, dem allmächtigen Byzanz Tribut aufzulegen. Bereits in der Mitte des 6. Jahrhunderts waren sie in Europa unübertroffen an Macht. Der erste Herrscher des Awarreiches war Bayern I. Er eroberte so viele Länder, dass man ihn als den Awaren-Mazedonier bezeichnen kann. Die Kägen kämpften nicht nur mit Byzanz, sondern auch mit den fränkischen und thüringischen Stämmen. Die Macht des Reiches wuchs erst im 7. Jahrhundert und erreichte ihren Höhepunkt. Die Awaren beschlossen, nicht nur Tribut von Byzanz zu fordern, sondern planten auch die Eroberung der großen Stadt Konstantinopel. Hier endete ihr Glück. In der entscheidenden Schlacht erleiden die Awaren eine vernichtende Niederlage. Danach regneten die Misserfolge wie aus einem Füllhorn auf sie herab. Das Reich wird durch eine Reihe von Volksaufständen erschüttert. Bürgerkriege zerrissen das Kaganat. In dieser schwierigen Zeit kam Karl I., der später den Spitznamen der Große erhielt, in Frankreich an die Macht. Und das aus gutem Grund.
Der französische Monarch besiegte die Awaren vollständig und eroberte ihre Hauptstadt. Interne Unruhen vollendeten den Zusammenbruch. Alle Gebiete des Reiches bis zur mittleren Donau wurden von den Bulgaren erobert. Bald hörte das Awarreich vollständig auf zu existieren. Der russische Chronist Nestor schreibt in seiner Geschichte vergangener Jahre, dass die Awaren verschwunden seien. Historische Informationen deuten darauf hin, dass sie sich einfach mit ihren Eroberern assimilierten. Europa atmete erleichtert auf. Forschungen von Wissenschaftlern haben es ermöglicht, den Zeitraum der angeblichen Migration der Awaren einzugrenzen. In nur wenigen Jahren legten sie mehr als 5000 Kilometer von der Mongolei bis zum Kaukasus zurück und ein Jahrzehnt später ließen sie sich fest auf dem Gebiet des heutigen Ungarn nieder. Experten zufolge war dies die schnellste Fernwanderung in der Geschichte der Menschheit. Unter den Awaren-Eliten des 7. Jahrhunderts wurden familiäre Bindungen mit Vorfahren aus den Steppen des Nordkaukasus und Westasiens festgestellt. Diese Daten deuten darauf hin, dass die Migration nach der Ankunft der Awaren in Europa fortgesetzt wurde. Ostasiatische Abstammung findet sich bei Individuen aus verschiedenen Orten in der zentralen Siedlungszone zwischen Donau und Theiß, im heutigen Zentralungarn. Außerhalb dieser Kernregion wurden jedoch enorme Unterschiede im Mischungsgrad zwischen den einzelnen Individuen festgestellt. Besonders groß war der Unterschied am Standort Kölkt im Süden Ungarns. Dies deutet auf die Existenz einer Elite awarischer Siedler kaukasischen Typs hin, die mithilfe einer heterogenen lokalen Elite eine vielfältige Bevölkerung regierte.